Willkommen zurück zu Alundra. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir Nirudes Höhle hinter uns gebracht. Und ja, ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, ich werde erstmal eure Kommentare und so weiter abwarten. Aber mich hat jetzt doch mal die Lust gepackt, mich nochmal am Riverside Pub zu versuchen. Ja, darum stell dich mal darauf ein, dass wir in dem Part heute noch dahin gehen werden. Aber zuvor möchte ich noch kurz abchecken, was im Dorf so abgeht. Damit wir schon mal wissen, wo es storytechnisch weitergeht. Ja, in dem Sinne, lass mal hören, Jess. Was gibt's Neues? Oh je, ich hab gehört, Runan hat wieder schreckliche Dinge gesagt. Ist wirklich merkwürdig, Alundra. Okay, mal wieder Runan. Der alte schwere Nöter. Okay. Hey Alundra, ich sag dir, ich habe eine Fee am Teich gesehen. Es stimmt, ich schwöre. Eine Fee? Sind wir jetzt bei Zelda oder was? Ich habe sie auch gesehen. Es war wirklich eine Fee. Wo der Teich ist? Westlich vom Dorf. Sag unserer Mutter nicht, dass wir dort waren. Wir sollen das Dorf nicht ohne Begleitung Erwachsener verlassen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Erst dieses Runen hackt was aus. Jetzt sind von der Fee die Rede. Wie hängt denn das zusammen? Wäre das alles auch passiert, wenn du nicht gekommen wärst, Alundra? Ich weiß nicht, Alundra. Ich weiß nicht. Was? Warum war immer so kleinlaut? Sonst war es doch immer der freche Bengel, der mich beleidigt hat. Hä? Steck dir wieder auf den Kopf. Gut. Bürgermeister, was hast denn du zu sagen? Lutas hat dich gesucht, Alundra. Okay. Einige von den Dorfbewohnern wollen weg. Aber keiner kann wegziehen, ohne die Erlaubnis der städtischen Wohnungsbehörde. Und sie erteilen zurzeit keine Erlaubnis. Tja, shit happens, sag ich da mal. Aber okay, jetzt bin ich voll verwirrt. Jetzt haben wir ja drei Anlaufstellen. Wir haben Runan, wir haben die Fee und wir haben Lutas. Septimus! Septimus! Sag mal an, was ist eine Story und was nicht. Hallo? Na mein Guter, wie geht's denn so? Ich weiß nicht, was Runan für ein Mensch ist, Alundra, aber ich muss dir etwas erzählen. Vor einigen Wochen war ich mit Lutas in der Nähe der Kohlenmine. Ein riesiger Felsblock löste sich und kam direkt auf Lutas zu. Runan erschien plötzlich aus dem Nichts und riss Lutas zur Seite. Sonst wäre er getötet worden. Runan mag die Götter anbeten, aber er würde nie unser Dorf zerstören. Wir müssen anderswo nach dem Ursprung des Bösen suchen, das über uns gekommen ist. Okay, ich verstehe das jetzt so, dass Lutas und Runan irgendwie zusammenhängen. Ja, das ist eine gute Frage. Ist Runan wirklich böse? Wenn ich ehrlich bin, ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube schon, er betet aufrichtig zu den Göttern, aber ja, Meldes ist halt so einer, der gern Leute manipuliert und alles. Ich frage mich mal einfach weiter durch. Irgendwas wird schon ans Tageslicht kommen. Sie sagen, Lutas sucht dich, Alundra. Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja bald dahin. Muss erstmal gucken, wo der wieder wohnt. Ich glaube, Runan hat Lutas heimlich beobachtet. Vielleicht denke ich auch zu viel nach. Dabei kommen einem die wildesten Gedanken. Soll das heißen, du vermutest, er hat den Felsblock damals selbst irgendwie losgelöst, um dann als Held dazustehen? Aber wozu? Ich
meine, es hat ihn scheinbar nicht irgendwelche Vorteile in der Gemeinde gebracht. Die Götter haben meinen Bruder das angetan, Alandra. Sie haben ihn in einen Fremden verwandelt. Einen Fremden? Was ist denn los, Giles, hä? Ich zeig's dir. Verdammter Teufel. Och nee, krumm. Ich hab gedacht, wir hätten unseren Streit begraben. Ich hab dir immer das Leben gerettet. Das ist der Dank dafür, dass ich mir in deinem Albtraum den Arsch aufgerissen habe. Weißt du, wie anstrengend der Poster war? Mein Gott, ey. Bei dem ist Hopfenmalz verloren. Gut, ja, dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer. Mal gucken, was hier so abgeht. Kaufen brauche ich, glaube ich, nichts. Außer hast du vielleicht... Ja, du hast einen Zaubertrank. Gut, den nehme ich. Gut, ist gebongt. Was hast du sonst noch zu sagen? Hey, Alandra. Nestor sagt, er hat eine Fee in der Nähe des Teichs westlich von hier gesehen. Hast du dort etwas bemerkt oder lügt dieser kleine Mistkerl schon wieder? Okay, Runen und die Fee. Wie hängt das jetzt zusammen? Ist es vielleicht ein Hinweis auf was Optionales? Muss ich mal gucken. Ich habe den Rahl überquert und war bei Lurie. Ein toller Mann. Wusstest du, dass er außer Werkzeugverkäufer auch noch Schmied ist? Es gibt nichts, was er nicht kann. Lurie, ist das der Typ unterhalb der Wüste? Durch dessen Schornstein wir geklettert sind? Der wohl gesagt hat, Mensch, wenn du was zu reparieren hast, komm her, ich bin gut darin und mach's gratis. Ja, wir können auch mal bei Sybils Mutter vorbeigucken. Weißt du was Neues? Ich habe den Verlust meiner geliebten Sybil noch nicht überwunden. Ich möchte am liebsten alleine sein. Okay, kann ich verstehen. Bin schon weg. Ja, gut. Was gibt's hier Schönes? Na, bist wieder dabei einzuheben? Ach, warum ich heute nicht trinke? Warum hältst du nicht deinen Mund, bevor ich so wütend werde, dass ich einen Drink brauche? Besoffen bist du mir sympathischer, weißt du das? Da fährst du mich nicht so an. War da oben nicht noch jemand? Die Götter sind dort. Die Götter sind hier. Die Götter sind überall. Die Götter sind in dir. Die Götter sind in mir. Und sie werden mich töten. Ich will leben. Und wünsche mir doch den Tod. Bitte. Bitte hilf mir. Hilf mir! Hilf, Alandra! Moment, das war doch... Genau, die war doch schon direkt zu Anfang so ein bisschen geistig verwirrt, aber jetzt hat... War das gerade ein Moment der Klarheit? Oder weshalb hat er mich jetzt um Hilfe gebeten? Die Sache ist, ich weiß nicht wie. Du, ich glaube, na gut, er sagt dasselbe. Ich glaube, deiner Frau geht's nicht so gut. Okay, wie ist sie? Elena? Na, mal gucken, vielleicht kommt mit der auch noch irgendwas. Hier war die Wahrsagerin, da möchte ich jetzt erstmal nicht rein. Ich wollte in die Hauptstadt ziehen, aber sie lassen mich nicht. Ich glaube, sie wissen, was hier passiert.
und sie fürchten sich davor, dass ich den Fluch der Albträume mitbringe. Ich glaube, da haben sie gar nicht mal so Unrecht. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass, die Albträume schon außerhalb von Enoa am Werke sind. Weil, denkt mal an Meyers Vergangenheit. Sie ist den Albträumen nachgegangen und hat dann in der letzten Rückblende gesagt, sie hat die Quelle gefunden. Sie ist in der Nähe von dem Dorf. Das heißt, die Albträume wüten schon außerhalb. Und wurde nicht zu Spielbeginn auch Alandra durch einen Traum irgendwie hergerufen? Alles sehr verwirrend, kompliziert. Mal gucken, ob Meyer zu Hause ist. Was willst du, Junge? Frau. Was willst du, Junge? Willst du mit Meyer sprechen? Sie ist nicht hier. Dann kann ich mir den Blick nach oben wohl auch sparen. Wenn die schon sagt, sie ist nicht hier. Genau, das war Bonar. Alter, kann ich dir irgendwie helfen? Das Surfen macht irgendwie keinen Spaß. Mir fällt nichts mehr ein, worüber ich noch mit meinem Vater reden könnte. Ja, wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal mit jemand anders redest? Wie wär's damit? Ich verstehe nicht, warum die Götter so viele von den jungen Leuten geholt haben. Ich sitze hier rum und kriege ein Zippelein nach dem anderen. Gibt es keine Gerechtigkeit mehr in diesem verruchten Land? Das könnte man bald so verstehen, als dass die Götter dich holen sollen, Alterchen. Also, ich würde mal lieber aufpassen, was du so von dir gibst. Gut, aber damit ist ja nur noch das Haus übrig. Ich kann mir hier auch wieder ganz frech durch den Schornstein einsteigen. Ja! Ah gut, aber die Truhe haben wir eh schon geholt. Aber hier ist immer noch zu. Genau, man muss hier irgendwie nach unten kommen. Ja, gut, okay, da war ja was. Ja, dann musst du ja Luthas sein, ne? Oh, Alandra, ich hab dich schon überall gesucht. Hör zu, ich muss dich was fragen. Ich war schon ein paar Mal in Lebensgefahr. Einmal, als mich ein riesiger Felsblock beinahe erwischt hätte, tauchte plötzlich Ronan auf, um mich im letzten Moment zu retten. Du hast bestimmt mit Septimus darüber gesprochen. Hat mich Ronan wirklich in Gefahr gebracht, um mich dann zu retten? Oh, das ist eine gute Frage. Aber wisst ihr was? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Ronan... Ja... Man hat ja gesehen, wie die Leute zu Ronan stehen und alles. Er hat keine wirklichen Vorteile daraus geschöpft, Luthas gerettet zu haben. Ich denke mal, das Meldes ihn einfach wirklich irgendwie beeinflusst. Wie so viele auch hier in dem Dorf, darum sage ich mal, nein. Ja, du hast recht. Ich sollte nicht an einen Menschen zweifeln, der mir schon zweimal das Leben gerettet hat. Zweimal? Ich weiß von dem Felsen. Was war das zweite Mal? Wenn er wirklich böse ist, weiß ich nicht, warum Ronan mich gerettet hat. Ich habe gehofft, du weißt es. Nö, eigentlich nicht. Ronan ist ein harter Mann, aber ich glaube nicht, dass er böse ist. Ja. Schwer zu sagen, ja. Anfangs war man uns ja auch bei Meyer nicht sicher, auf wessen Seite sie nun eigentlich steht, aber... Oh.
wenn man davon spricht, oder wie, hä? Tut mir leid, Alandra, aber ich habe gehört, was du gesagt hast. Und ich muss fragen... Ich verstehe nicht, warum Ronan das Leben von Luthers gerettet hat. Aber du scheinst es zu wissen. Also, von Sibyls Traum weißt du, dass der Geist von Luthers nach seinem Tod als heiliges Schwert zurückkehren würde. Nee, war das nicht so, dass Luthers im Traum gesagt hat, Jess soll das heilige Schwert machen, damit er nicht stirbt? Oder... Hä? Aber wieso kannte er Sibyls Traum? Sie hat ihm bestimmt nichts davon gesagt. Warte, Alandra. Hast du zu Melsas gebetet? Als ich damals ins Dorf kam, sollte ich auch zu ihm beten. Aber ich habe mich geweigert. Was? Du hast es getan? Stimmt, zu Anfang haben wir in der Kirche mal gebetet. Aber ja, da war von Melsas nicht die Rede eigentlich. Dachte ich mir doch. Beim Beten können die Götter deine Gedanken lesen. Alandra, so hat Melsas von Sibyls Traum erfahren. Los, gehen wir zur heiligen Stätte und zerstören wir die Statue. Ja, so können wir wenigstens sicher sein, dass Melsas an Kraft verliert. Hörst du zu, Alandra? Los! Also los! Ja, aber Moment mal, wenn da oben jetzt halt wirklich Party in der Kirche wieder ist, dann... Was ist denn mit der Fehlgeschichte? Die lässt mich ja nicht los. Also wenn da oben jetzt wirklich die Story weitergeht und wir Ronan auf die Finger schauen nochmal, dann würde ich mal sagen, gehe ich erstmal nach Westen und schaue mir diese Fehlgeschichte an. Sorry, Maya, aber du musst jetzt mal warten. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier unten rum, weil wenn ich oben rumgehe, ich weiß nicht, wie das denn bei der Kirche getriggert ist. Ob ich dann... Ha. Moment mal, oder gab es hier unten irgendwie einen Zugang zum Fluss? Ich renne ja schon Richtung Pub, weil wir da eigentlich auch hin wollten, aber... Ha. Jetzt bin ich doch neugierig. Es gibt im Moment zwei Sachen, die hier uns angepriesen werden. Kann ich da was machen? Vielleicht mit den Handschuhen? Nee. Okay. Da unten geht's zum Strand und da ist Sackgasse. Okay. Da muss man doch oben zum Pub rum. Ja. Aber das ist das erste Mal, dass uns hier zwei Sachen angegeben sind, oder? Hm. Ja. Riverside Bar. Wieso sag ich dann... Hä? Riverside Bar? Wieso sag ich immer Pub? Naja, egal. So, hier ist der Fluss. Jetzt müssen wir hier noch irgendwo den See finden. Ich schaue einfach mal oben rum. Kann ich hier vielleicht was? Ja, die kann ich nehmen. Okay. Ja, gut. Haben halt doch ein bisschen Welterkundung diesmal. Wollte ich zwar eigentlich erst machen, wenn es Richtung Feuer und Eismänner geht, aber... Hier liegt das legendäre Schwert des Schneekönigs. Wer versucht, das Siegel zu brechen, wird was? Oh. Da tut sich was. Ich war bekannt als der Schneekönig. Als legendärer Schwertkämpfer. Legendärer Schwertschmied und legendärer was auch immer. Okay, das ist gar nicht eingebildet oder so. Nein. Mhm. Warum hast du mich gerufen? Ha, du willst mein legendäres Schwert.
Es wurde aus den edelsten Metallen geschmiedet. Und ihm widersteht nichts, was von Menschenhand geschaffen wurde. Wie sieht's mit Dämonenhand aus? Allerdings bezweifle ich, dass du es wert bist, diese Waffe zu tragen. Aber das überrascht mich nicht. Niemand besitzt die Fähigkeiten, die meiner Waffe wert sind. Du scheinst ein guter Schwertkämpfer zu sein. Vielleicht brauchst du meine Waffe gar nicht. Okay, ich denke mal, da ist später noch was möglich. Kann das sein? Schneekönig. Warum Schneekönig? Es gibt hier nichts in der Gegend, was wirklich nach Schnee aussieht. Also, sag mal an. Warte mal, genau, wir können ja mal probieren, was Olgas Ring jetzt ausrichtet. Was hat man hier? Murkwälder und ein Teich. Ja, okay, dann gehen wir nach unten. Okay, die Schleimis brauchen scheinbar einen Schlag weniger. Teich. Weg. Truhe. Sackgasse. Wozu kann ich bitte hier runter? Hier ist kein Weg, oder? Ist hier vielleicht eine versteckte Bodenplatte oder so? Nö, wohl nicht. Na, sonst würde sich hier was anderes tun. Aber hier gibt's auch keinen Weg runterwärts, oder? Nee. Hallo, Fee. Bist du? Was rauscht denn hier so laut? Ist das der Wirbelsturm da im Wasser? Ich guck mal weiter oben. Vielleicht geht ja hier was. Warte mal, wo ist denn hier? Hallo? Jemand zu Hause? Waren wir hier schon mal drin? Oh, Katzin. Katzin? Hallo Junge, man nennt mich Kuhai. Einst war ich ein umjubelter Musikkomponist in der Stadt, in der ich wohnte. Meine Werke wurden mit denen der großen Meister verglichen. Jonas, Tesch, Riccardi, Marxus. Ja, du kennst mich nicht, oder? Ruhm ist wirklich vergänglich. Möchtest du etwas aus meinem besten Album hören? Stell dich vor meine Victorla und ich werde für dich spielen. Was habe ich denn hier gefunden? Feld der Träume hören. Okay, drücke oben oder unten auf dem D-Pad, um ein Lied auszusuchen. Eröffnungsthema. Stürmische See. Kann man sich hier den Soundtrack anhören? Wandern über Land? Heiliger Ort? Das Dorf. Das ist der Soundtrack. Wie geil ist das denn? Warte mal, wie viele Spuren haben wir denn hier? Ich drehe jetzt mal nach oben. Spur 8. Davon segeln. Kann man hier schon die Ending-Musik hören, oder was? In der Wüste?
Turm des großen Baumes? Okay, aber wenn das der Soundtrack ist, dann... Dann vermisse ich hier ein paar Stücke. Oh. Ich würde gerne mal die Boss-Team hier hören. Ach, wie geil ist das denn? Die Titelscreen-Musik. Wie hat es dir gefallen? War es nicht wohltuend? Manchmal denke ich, ich hätte bei den Streichern noch etwas hinzufügen sollen. Das hätte dem Stück mehr Räumlichkeit gegeben. Gibt es noch mehr Dinger? Serenade der Seelen. Oh, ist das geil. Ich bin gerade ein kleines bisschen geflasht. Ankunft von Jazz. Wie viele Spuren haben wir hier? Boss Battle Part 2. Den Track finde ich gut. Ich mag dieses... Ich finde es cool. Na komm, wo ist der gute Part? Jetzt. Ich mag die Mucke total. Das ist was für eine Event-Battle. Okay, Traumkatakombe. Und wie es aussieht, kommt hier noch mehr Zeug dazu. Das finde ich sehr geil. Okay, du sagst dasselbe. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ehrlich, das Haus feiere ich gerade. Geil ist das denn? Hier kann man den Soundtrack hören. Ah, episch. Wo sind wir hier eigentlich? Die Gegend kommt mir generell so unbekannt vor. Nee, nee, nee. Ich gehe hier nicht zurück nach rechts, weil rechts geht's Richtung Dorf und da... Will ich gerade nicht hin. Wir sind hier bei der Mine, oder? Ja. Aber die Frage trotzdem. Wie komme ich jetzt da zu dem See? Oder was für ein See meint die generell? Lass mich mal da durch. Ich würde gerne dieser Fee-Geschichte nachgehen, ganz ehrlich. Ich will nicht zu Ronan und seine olle Statue kaputt machen, nee. Da kann ich in den Fluss, okay. Da kann ich mich ja mal orientieren. Was hat man hier gefunden? Das Diamantwappen wurde auf den Platz eingemeißelt. Okay. Das Topaz-Wappen wurde... Okay. Das Topaz wurde... Das Topaz-Wappen wurde an seinen Platz gebracht. Rubin-Wappen und... Okay. Das Achat-Wappen wurde in den Stein eingemeißelt, denn das habe ich auch noch nicht. Okay, okay. Hier kann ich auf alle Fälle was tun, wenn ich die Wappen habe. Alles klar. Kann ich mir schon mal vormerken. Hm, das Rubin-Wappen ist in den Sockel gemeißelt. Das habe ich doch, oder?
Ja. Ah, hieß es nicht, die Wappen brauche ich irgendwie, um dann zu Melsas zu kommen? Ist das hier Endgame-Gebiet? Kenas, ich weiß ja nicht, nur, dass ich hier wieder Richtung Magivka gehe, aber ich wollte doch zu diesem ollen See. Oder meinen die diesen kleinen Teich dann neben der Kirche? Muss ich doch erst zu Ronan. Ich will. Ja, ich guck hier noch ein bisschen. Hier könnte ich auf alle Fälle rüber. Eine Truhe abgreifen und hier könnte ich vielleicht sogar ins Wasser. Hier ist schon mal ein Kraut, was ich nicht brauche. Oh, aber ich sehe gerade, wir überziehen ja schon wieder. Hoppala. Wollen Schleimis. Oh. Sogar mit dem Morgenstern zwei Treffer. Na dann. Oh, weg die Grütze. Wieso bist du jetzt da oben? Hallo? Na gut, Leute, ich mache jetzt hier dann trotzdem mal einen Cut. Beim nächsten Mal sehen wir mal, ob wir diese Fee nicht doch irgendwie finden können, weil. Irgendwie reizt mich die jetzt gerade doch mehr als. Aua. Olle Ronan. Ha, okay, diesmal habe ich's. Okay, das heißt, für jeden besiegten Gegner hier geht das Ding weiter hoch, oder wie? Na dann. Danke. Noch eine Truhe. Mit ein paar Gulden. Okay, ich will jetzt noch wissen, wo das hinführt und dann mache ich einen Cut. Was? Da noch mehrere Wege. Gut, das wird hier wohl was Größeres. Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.